Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video heute möchte ich euch zeigen, wie ich Tomaten der Sorte Black Cherry und Cherry Zebra aussehe. Die beiden Tomatensorten habe ich von Christine, einer Leserin meines Blogs, zugeschickt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Als Gefäße für die Aussaat der Samen verwende ich Kunststoffschalen aus dem Supermarkt, wo früher mal Obst und Gemüse drin waren. Diese eignen sich meiner Meinung nach sehr gut dafür, da durch die Löcher am Boden das Wasser abfließen kann und durch den Deckel eine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Als Erde für die Anzucht verwende ich ganz normalen lockeren Humus. Die Schalen befülle ich halb voll mit Erde und besprühe sie anschließend mit Wasser aus der Sprühflasche. Nun forme ich wieder kleine Löcher in den Boden und lege die Samen hinein. Danach wird alles leicht mit Erde bedeckt und wieder mit Wasser besprüht. Das gleiche wiederhole ich jetzt mit der zweiten Schale. Den lockeren Humus halb voll in die Schale hineingeben. Anschließend mit Wasser besprühen dann Löcher formen mit beispielsweise einem Holzspieß und die Samen hineingeben. Das Ganze wieder leicht mit Erde bedecken. Und zum Schluss das Ganze wieder befeuchten.
Nun bedecke ich die offene Schale noch etwas mit Frischhaltefolie, damit die Luftfeuchtigkeit nicht entweichen kann. Und fertig ist auch diese Aussaat der Tomatensamen. Nun müssen sie nur noch keimen. Falls euch mein Video gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, um weitere spannende Videos nicht zu verpassen. Macht's gut und bis bald!